Und damit hallo und herzlich willkommen zum VBL Grand Final 2023. Ich bin Niklas Neo, euer Host, und heiße euch wie immer herzlich willkommen. Das macht er gut! Die Möglichkeit! Und das Tor! 1:1! Den Ball ins Zentrum zu bringen, das gelingt ihm auch. Mané überragend gemacht, Mané im Strafraum. Mané! Erneut mit dem Kroketterschuss. Und der Ausgleich! Geht durch! Was für ein Tor! Sadio Mané hielt den Ball und läuft er vorbei. Das ist der effektive Skill. Und das macht er schön. Klatsch, klatsch! Und das Tor! Es gibt Elfmeter für Berkay Laiens. Extrem gut, denn jetzt kommt die Flanke. Thuram, 4:2. Andere Seite. Gut dabei. Flank ist klasse. Ausgleich. Richtung Tor. Jordi am Tor ist er vorbei. 2:0. Und jetzt ein guter Ball auf Reus. Was ein Kopfball. Hoppala! Hochgelupft und perfekt getroffen. Grünes Time-Finish. Fuki sorgt für ein Highlight. Was für ein sensationelles Tor. Das Favorit mit 0:1 startest und dann so, ja, perfekt. Und dann, meine lieben Freunde, mit 2:0. Musiala! 2:1! Es kommt aber hier wieder Musti im Strafraum mit Mané! Jetzt in die kurze oder lange Ecke. Oh, da ist er! Ich hab es dir gesagt. Zieht er ins Viertelfinale ein! Er zieht ins Viertelfinale ein! Nach Elfmeterschießen, Kamal schlägt Dennis. Was für eine Partie! Das ist schon gedacht, na gut, das Ding ist over. Aber guck mal, Johnny! Johnny versucht's, Reus ist drin! Gott. 4:1! Wunderbare Übersicht, Thuram ist im Strafraum. Pass kommt! Johnny mit dem 5:1! Wir sind live dabei, wie einer der Top-Favoriten, wie der beste Spieler der Welt aus dem Turnier ausscheidet. Gratulation an Johnny, das ist eine Sensation! Der Weltmeister ist rausgeflogen, der amtierende deutsche Meister ist rausgeflogen, Musti ist rausgeflogen, Levi Finn ist rausgeflogen. Kommt aber direkt mit Sadio Mané, 50. Minute, grünes Time-Finish und da ist das 0:3, Strassi. Der Erste, der hier ins Halbfinale eingezogen ist, Antonio, nochmal Glückwunsch, sehr, sehr stark gespielt. Jetzt vielleicht mal die Möglichkeit durchzustecken, das macht der Nkunku, gut am Tor, und da ist das 1:0 für Johnny. Die Halbfinalisten Johnny gegen Antonio Radelja und Berkay Laien gegen Niklas Rank. Jetzt ja auch hier nochmal. Allerdings Johnny mit der ersten Möglichkeit. Da ist das 1:0. Na, Nkunku. Skills werden ausgepackt. Mann, nee, das ist überragend gemacht und da ist das 1:1. Ist auch in der Fünferkette sehr eng zusammengestellt. Die Abwehr, aber das hilft nichts. Wieder der Gegenpressing mit dem Überstand. Boah, super. Boah, und er macht wieder den Topball und kommt vorbei. Er hat zweimal das Tor geschafft. Läuft Thuram, Lupfing vielleicht rein. Nochmal zurück. Musiala. Und das ist die Vorentscheidung, das sehen wir auch hier. Kommt sogar durch mit Reus. Johnny, macht er den, er macht die 90. Minute. Antonio wird da nichts mehr herschenken und zieht damit ein ins Finale beim VBL Grand Final. Versucht sich da in den Strafraum zu kombinieren. 1:0. Auf Mané, Mané im Strafraum, Mané mit dem Treffer. Berkay weiter in ihrem Strafraum, Mané und da ist der Treffer. Klasse rübergespielt. Abschluss! 2:2! Was für ein Halbfinale! Ist im Strafraum. Mané! Pfosten! Nachschuss! 3:2! Der normale Elastico nicht mehr so oft genutzt. Guck mal die Flanke! Guck mal jetzt. Spielt ihn jetzt kurz. Und das Tor! Strafraum Davis! Davis! Tor! Mané! Wieder Niklas auf der anderen Seite. Aus der Distanz! Bist du bekloppt? 3:1! Die Platze ist, die Flanke kommt auf den ersten Pfosten, Mané! Tor für Berkay! Könnte Abseits sein, glaube ich, aber nicht. Nee, ist kein Abseits. Und Berkay dreht das Spiel. 3:3, 6:5. Die Finalisten stehen fest, Berkay gegen Antonio Radelja.
One-on-one, Berkay Lion gegen Antonio Radelja. Trapp oder nix, jetzt Ballverlust. Guter Pass im richtigen Moment. 1-0. Da ist sie jetzt vielleicht die Lücke, das Tor. Ausgleich. Und über Umwege kommt er nochmal an die Kugel. Jetzt doppelter Doppelpass. Kommt durch, kommt durch. 1-1. Aber er wartet immer auf diesen einen Pass. Und die eine Chance. Und da ist es. Und jetzt vielleicht kann er das komplett festmachen. Er macht es fest. 3-1, Antonio Radelja, ein Tick vor der deutschen Meisterschaft. Neuer deutscher Meister im FIFA eSports. Neuer Einzelmeister nach der virtuellen Bundesliga-Saison 22/23 ist der Frankfurter Antonio Radelja.